Und dann wieder auf in den Kampf der Erde gegen die Schippe. So. Wir wollen auch nicht zu viel hier abmachen, sonst fällt das gleich alles auf. Siehst du, er ist auch schon am Pfeifen. Er pfeift sich da einen zurecht. Dann machen wir hier noch das Stein eben weg. Und hier noch die restliche Erde, dann tun wir gleich wieder Sand hin. Denn wir sind ja am Strand und da gehört keine Erde hin. Da gehört nur Sand hin. So. Schön viel Sand. Damit das auch alles schön sandig ist. So. Dann können wir hier noch was hin tun. Und hier noch. Und da noch. Und da noch. Dann hier und hier und da. So. Schön, ne? Und hier. Das geht doch. Schöne Sandbank. Hier ist das Zuckerrohr. Ja, das kann man so lassen. Und jetzt das Dach. Dum-dum-dum. Jetzt müssen wir eben gucken, Zeugs. Hier kommt Zeugs rein. Dann tun wir hier auch mal eben die Dinger rein. So, und dann hier noch und da noch. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns in der Next. Die Musik. Ja, mir fällt gerade nicht mehr ein, wie die heißt. Ich wollte sagen, dass unser nächster Schritt dann ist, das Dach hier zu machen. Das machen wir aber aus Ziegelstein und dazu brauchen wir ganz viel Cobblestone. Bestimmt 4-5 Einheiten. Ganz, ganz viel Cobblestone brauchen wir. Und ich würde jetzt mal sagen, jetzt haben wir beide Schippen angefangen hier. Das ist natürlich doof jetzt. Okay, Steinziegel haben wir noch 33. Plus den Cleanstone. Dann haben wir vielleicht irgendwie noch, 64 Steinziegel. Das reicht niemals. Niemals reicht das. Das heißt, wir müssen definitiv auch noch... Wir können ja auch normale Hacken machen. Eben mal hier kurz machen. So, wieder zwei... 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann mal die Steinspitzhacken eben noch machen. So. Aber erst legen wir uns nochmal auf die Hut, denn es ist dunkel und im Dunkeln will ich nicht arbeiten. Ach ja, und da ist wieder der Morgen und jetzt machen wir uns auf den Weg... um hier mal ein bisschen zu hacken. Denn ich glaube, es hackt hier. Den Boden müssen wir ja auch noch machen, ne? Ist ja noch... Ich habe hier auch irgendwo eine Höhle entdeckt. Ich weiß gerade nicht mehr, wo sie war. Und hier rechts auf der Seite, da hinten zeige ich euch gleich, da ist auch noch... so eine kleine Bucht, da können wir gleich auch noch ein bisschen Stein abarbeiten, so dass es nicht stört. Also müssten wir eigentlich schnell die Sachen für unser Dach zusammenkriegen. Plus dann hier noch für den Gang, den wir natürlich dann auch noch machen müssen. Der ist ganz wichtig. Dürfen wir nicht vergessen.
So, ich bereite den schon mal so grob vor hier. So, zack, 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 zack. Und die Erde nimmt ihren kleinen Lauf, denn die Schaufel macht einen drauf. Zack und zack. Und hier, so. Gut, dann können wir erstmal so lassen. Jetzt können wir uns natürlich hier... Ach, wisst ihr was, wir arbeiten uns nach unten. Wir nehmen einfach hier auch mal den Stein hier noch weg. Warum so verschwenderisch sein? Wir können hier auch noch ein bisschen Steine packen und dann einfach gleich mit der Erde auffüllen. Wenn wir doch schon gerade hier sind, dann müssen wir jetzt nicht extra noch... So, ne? Sind wir auch näher am Haus, falls irgendwas passiert, falls uns der Himmel auf den Kopf fällt, können wir schnell reinlaufen. Ach ja. Ich hack ja für mein Leben gern. Ich frag mich dann nur am Ende, ob wir nicht gleich hier wieder in so einer Höhle rauskommen oder so, wenn wir tiefer hacken. Aber Diamanten wären sehr schön. Ich habe noch keine Diamanten gefunden. Diamanten wären sehr schön für eine komplette Rüstung und das Schwert. Und Diamantspitzhacke und alles drum und dran. Wäre also sehr, sehr schön. So, jetzt mal. Gut, hier können wir natürlich auch noch wegnehmen. Und dann müssen wir hier nochmal. Und hier auch nochmal. Füllen wir ja eh gleich wieder alles auf. Also keine Sorge, Leute. Ach ja. Wie in so einem Steinbruch. Heißt, da will man einen Tunnel bauen, ne? Und dann macht man hier so ein... Ja, genau, so ein... So, wie viel haben wir denn jetzt schon? 2 Stacks. Ja, da muss noch was. Wir brauchen mindestens 6. Ich habe mal ein bisschen aufgerundet. Von 4 auf 6. Sicher ist sicher, wir wollen ja nicht schon wieder so viel buddeln, ne? Ich will gleich da schön das Dach machen hier. Und ich habe gleich Angst irgendwie, dass wir es gleich irgendwie runterfallen und wir Aua machen. Na toll. Ist die erste Schweinspitzhacke schon kaputt, aber wir haben ja noch eine zweite parat. Wir haben vorgesorgt. Hohohoho. In diesem Gebiet kenne ich mich aus. Auf der Steinbasis. Bin ich damals als Kind auch groß geworden. Auf einer Steinbasis, genau. Ach, und hier steht Kaffee. Habe ich ganz vergessen. Kalter Kaffee. Lecker, lecker, lecker. Und jetzt wird's dunkel, oder? Nee. Ach ja, das Hacken. Alles voll gehackt hier. Alles Hackfleisch. Und alle haben eine Macke wie die Hacke. Ach ja, ach ja, ach ja. Jo, jetzt könnte es aber langsam mal. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4. Ja, ne? Machen wir noch ein bisschen. Wir haben ja noch ganz viel Erde. Die brauchen wir gleich alle auf. Wenn wir da mal hier wieder hochkommen. So. Ja, weiter geht's, ne? Noch eine Etage tiefer. Jetzt nehmen wir die Eisenspitzhacke. Geht das etwas schneller? Können wir ja auch noch eben kurz schrotten.
dam, dam. Aha. Da ist irgendwo eine Höhle. Dr. Watson, schauen Sie, eine Höhle. Ich nix wissen von Höhle. Ich habe nur hier meine Hacke und mache Hacke, Hacke. Höhle nix wissen. Ah, toll. Ja. Und jetzt? Scheiße. Da würde ich mal sagen, arbeiten wir uns nach oben. Nein, doch. So. Mal eben eine neue hier machen. So, zwei und sind ja eh alle Hacke. So, und dann so noch. Perfekt, haben wir wieder zwei gemacht. Jetzt müssen wir nur wieder runter. Nein, aua. Ich bin ja gespannt. Ist ja alles sehr interessant hier. Wie tief wir hier sind. Könnte man fast so eine Falle draus machen, ne? So ein Bunker. Bunker unterm Haus. Bunker ist immer gut. Kann man sich schützen. Oder hier so einen Spawner reintun und dann oben so ein Glas da. So ein Glasweg oder so. Hier so Glas, der in den Abgrund reingeht. Aber wenn wir jetzt uns in die Tiefe buddeln würden, dann weiß ich eh, dass da unten irgendwann eine Höhle kommt. Und ja, deshalb. Dum, 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 dum. Oh yeah. Wir hacken Stein. Wir haben uns schon 6 Blöcke tief gegraben. Jetzt kommt der 7. Block. Und ohne ein Stock. Wir buddeln uns immer tiefer hinein. Die Höhle ruft uns. Komm doch mal hier rein. Gleich wird es dunkel. Wir hacken hier Stein. Und brauchen es fürs Dach. Und bringen alles unter ein Fach. Oh Mann. Tja, kann man mal sehen, wie man sich so beim Steinekloppen beschäftigen kann. Wir werden niemals genügend Erde haben, um das Loch zu stopfen. Ich sehe es schon kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut, das reicht. Jetzt müssen wir nur noch oben irgendwie. So, fangen wir hiermit mal an. So, zack, zack, da. Und hier. Und da. Und da. Und jetzt holen wir eben schnell die Erde. Erde, 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 Erde hier. So, 1, 2, 3, 3, 4, 5. Werden wir alles brauchen. Kann ich jetzt schon sagen. Und dann würde ich mal sagen, ab nach unten. So, ist doch schön, ne? Kann man schön alles ausbuddeln hier. Wir mussten halt ein bisschen improvisieren. So. Erdblock für Erdblock. Dum-di-dum-di-dum. Ich höre Grillen. Wird es etwa dunkel? So, und dann hier noch. Und zack, 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 zack. Ich zähle schon gar nicht mehr mit. Wir wollen ja hier ziemlich zügig das Loch stopfen. Es wird dunkel. Es dämmert schon. Mir dämmert's. Hier ist Erde im Spiel. So, und dann hier noch ein bisschen hin. Und hier auch noch.
haben ja sonst nichts zu tun.